Jo, herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Freunde, wir kommen heute zu einem weiteren Duell in Yu-Gi-Oh! Arc 5. Es ist ein bisschen her und ich muss sagen, Arc 5 ist wie gesagt der Anime, den ich nicht unbedingt geschaut habe. Also nicht komplett. Ich habe ein paar Duelle davon gesehen. Es ist lange her. Deshalb, ich habe absolut keine Ahnung, was uns erwartet, okay? Wir kriegen das aber hin, okay? Wir gehen Second, wie es die Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Tradition gerne so möchte. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir spielen ein Edelsteinritter-Deck. Ich meine, die Dame, die wir hier spielen, heißt Julia Crystal. Von daher ergibt das irgendwo Sinn. Agido? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das weckt einfach ganz andere Flashbacks, okay? Bitte, kein... Okay, ich weiß, das ist das Oldschool-Agido-Ding und nicht das Neue, okay? Aber das weckt ganz, ganz andere Ishizu-Tierlement-Flashbacks, okay? Ich war froh, dass das Deck auf der Banlist gelandet ist. Es ist trotzdem aber immer noch spielbar, lustigerweise, wie auch immer. Wir gucken mal, was wir haben. Wir haben Pyroxen-Fusion. Von der Hand- oder Spielfeldseite fusionsmateriellen Monster, die auf einer Edelsteinritter-Fusionsmonsterkarte aufgeführt sind. Gut, das ist eine Fallenkarte als Fusion für Edelsteinritter. Zeige ein Fusionsmonster in einem Extra-Deck vor und füge deiner Hand einen Fusionseinberufung. Kennen wir, okay. Wir können ein Fusionsmaterial vom Deck oder Friedhof auf die Hand nehmen, aber für den Rest des Zuges kann das Monster weder als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen, zusätzlich können die Effekte nicht benutzt werden. Okay, die haben wir auch zweimal. Wir können sie aber nur einmal pro Zug aktivieren. Wir haben Fusions-Recycling-Anlage. Einmal pro Spielzug kannst du eine Karte abwerfen, füge dann eine Polymerisation von deinem Deck oder Friedhof hinzu. Einmal pro Spielzug während der Endphase, du kannst ein Monster in deinem Friedhof ändern, das in dem Spiel. Okay. Gut. Ich würde sagen, die können wir schon mal aktivieren. Das ist schon mal sicher. Okay, damit können wir unsere Sachen recyceln. Du kannst diese offene Karte, die du kontrollierst, und ein offenes normales Monster, das du kontrollierst, verbannen, um ein Edelsteinritter-Fusionsmonster in einem Friedhof zu werden, beschwöre es als Spezialbeschwörung vom Friedhof. Okay. Falls diese Karte von der Hand auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein normales Monster der Stufe 4 oder niedriger in deinem Friedhof wählen, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Okay. Ja, dafür bräuchten wir jetzt erstmal ein normales Monster im Friedhof, dann würde das Sinn ergeben. Wir haben Edelsteinritter Topaz, Prismaura, Zirkonia, Meisterdiamant. Das ist doch der Sachen kopieren kann, oder? Ja. Und Rubin. Ich muss sagen, ich habe keinen Plan, was die ganzen Edelsteinritter machen. Das letzte Mal, dass ich mir die durchgelesen habe, war so 2013 oder so. Vor allem die älteren. Muss zuerst als Fusionsbeschwörung beschworen werden. Ein Edelsteinritter-Monster plus ein Monster vom Typ Donner. Du kannst eine Edelsteinritterkarte von der Hand auf den Friedhof legen und meine offene Karte auf dem Spielfeld zu wählen, zerstöre das Gewinnziel. Das hört sich doch gut an. Haben wir einen Donner? Nee, wir haben Fels. Aber wir kriegen das hin. Wir aktivieren einfach den Effekt von Fusions-Recycling-Anlage. Nee. Machen wir nicht. Warte mal, das war jetzt nicht... Nee, ich wollte eigentlich Fusionseinberufung. Ist auch egal, wir müssen das sowieso machen. Die kann man nicht... Ja, wir werfen eine Fusionseinberufung ab und holen uns eine Polymerisation auf die Hand, okay? Dann können wir wenigstens fusionieren. Jetzt machen wir aber Folgendes, wir aktivieren Fusionseinberufung. Turmalin ist Donner, Granat ist Pyro. Ich würde tatsächlich sagen, wir holen uns dann Turmalin. Dafür zeigen wir Edelsteinritter Topaz vor. Ich bin mir relativ sicher, dass der nur im Extra-Deck ist, damit wir das machen können. Weil ich glaube nicht, dass man den beschwören will. Eigentlich willst du ja Prismaura und Meisterdiamant beschwören, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, was kann der eigentlich? Wenn diese Karte als Ergebnis eines Kampfes zerstört und Friedhof legt, einen sechsseitigen Würfel einmal. Danach kannst du ein Monster vom Typ Fede, dessen Stufe den Würfel ergibt, entspricht halt speziell schon von einem Friedhof beschwören. Okay, theoretisch kann er sich selbst beschwören, wenn es, wenn er eine 4 würfelt. Das ist einfach sowas von anders als der neue Agido-Hilfe. Okay, kein Mill 5 von beiden Decks. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir aktivieren Fusion und wir fusionieren den Turmalin und Edelsteinritter Smaragd. Und beschwören Edelsteinritter Prismaura. Oder Prism Aura, oder wie auch immer, okay. Prisma Aura. Prisma Aura. So. Indy ist eigentlich egal, welche Zone. Da ist er. 2450. Und wir können seinen Effekt aktivieren. Und können Obsidian abwerfen. Und können Agido zerstören. Aber sie aktiviert einfach Breakthrough Skill. Breakthrough Skill. Oh mein Gott, Freunde. Der Solemn Strike, bevor es Solemn Strike gab. Okay, die Impermanence, bevor es Impermanence gab. Das passt noch besser. Eine normale Fallenkarte mit dem Effekt. Wähle ein offenes Effektmonster, das dein Gegner kontrolliert. Die Effekte des offenen Monsters, das dein Gegner kontrolliert, werden bis zum Ende dieses Spielzugs annulliert. Okay?
Aber das ist noch nicht alles, denn während ihres Spielzugs kann sie sie nochmal verbannen, um nochmal einen Effekt zu annullieren. Leider nur während ihres Spielzugs. Das wäre echt broken, wenn das auch in unserem Zug gehen würde. Aber ja, damit wäre der annulliert. Aber warte mal, wir haben den doch abgeworfen. Du kannst ein normales Monster der Stufe 4 und nicht gerne einen Friedhof beschwören, das gibt als Spezialbeschwörung. Ja, wir müssten ja eigentlich Turmalin dann beschwören können, oder nicht? Von der Hand auf den Friedhof gelegt wird. Verstehe ich jetzt nicht, warum das... Habe ich irgendwas falsch? Egal. Dann greifen wir einfach an. Mit 2450 rennen wir da rein. 950 Schaden. Für Zuzu Boyle. Und sie würfelt eine 2. Damit kommt kein Monster vom Friedhof zurück. Wir haben noch unsere Pyroxen-Fusion. Die spielen wir verdeckt. Und wir beenden unseren Zug. Ja, genau. Und wir können den Effekt von Fusionsrecycling-Anlage noch benutzen. Damit können wir uns dann den Turmalin wieder zurück auf die Hand holen. Ich würde sagen, die Normal-Monster-Dinger sind relevanter, weil man die einfach als Material braucht. Er kanalisiert mystische Energien und wandelt sie durch die Stärke des Turmalins in kämpferische Stärke. Viele bewundern seine Lebensweise. Okay? Turmalin ist ein ganz, ganz, ganz wilder junger Mann, okay? Das ist einer, der steht schon um 4:30 morgens auf und rennt das erste Mal um Block, okay? Und macht sich seinen ersten Gemüse-Smoothie-Shake. Und um 8 Uhr, ja, wenn die anderen alle aufstehen, dann ist er schon mit seinem gesamten Alltag fertig, okay? So heftig ist der Typ. So eine Lebensweise ist das nämlich. Edelsteinritter Kristall, ein Edelsteinritter-Offizier mit hohem Dienstgrad. Ich meine, als Kristall hat man das nun mal so. Der die Verwendung der Kristallkräfte optimiert hat. Trotz seiner Fähigkeit, die meisten Gegner im Alleingang zu überwältigen, scheut er das Risiko und verlässt sich auf die Solidarität seiner Kameraden. Ja, eigentlich solltest du ja als hoher Dienstgrad-Offizier vorangehen, aber gut. Ich würde sagen, warte mal, 3 Edelsteinrittermonster. Diese kann er halt 100 für jedes Edelsteinritter beim Friedhof verbannen. Zirconia. Warte mal, der ist Fels. Der hat 2,9, das heißt, der kloppt ordentlich drauf. Aber den könnten wir auch beschwören. Diese Karte kann während jeder Battlephase 2-mal angreifen. Wenn diese Karte ein Monster durch Kampfzeit dann geht er Schaden in Höhe. Okay, der Flammflügelmann. Super Effekt, okay. Ich würde sagen, dann beschwören wir doch glatt Edelsteinritter Topaz mit Turmalin und Kristall. Und da wäre der gute, auf jeden Fall, Donner-Fusion-Effekt. Also eigentlich hätte es ja eher gepasst, wenn der Pyro-Dude den Burn-Effekt hätte und nicht der Donner. Ist auch egal. Nein, das wollten wir nicht. Wir greifen an mit Elementarheld, ich meine Edelsteinritter Topaz. Der kann 2-mal angreifen, er kriegt 1400 Schaden. Durch die Superkräfte des Edelsteinritter Topaz. Sonata, die musikalische Diva, warum auch immer die 500 Angriffspunkte dazu bekommt, okay. Und dann diese, warte mal, das ist nicht der Effekt, den ich lesen wollte. Alle Monster vom Typ, die du kontrollierst, erhalten 500 ATK, okay, Pech. Wir greifen an mit Edelsteinritter Topaz und es ist vollkommen egal, ob sie 500 ATK bekommt oder nicht, denn sie kriegt jetzt trotzdem, okay, doch, das macht doch einen Unterschied, sie kriegt die Grund-ATK abgezogen, nicht die, ja gut, okay, ja, dann macht es doch einen Unterschied, also Damage-wise. Aber ändert auch nichts an der Tatsache, dass wir in dem Zug jetzt noch nicht gewonnen haben, so oder so. Aber das sieht auf jeden Fall erdrückend aus und wir können die Fusionsrecycling-Anlage benutzen, um uns Turmalin wieder zurück auf die Hand zu nehmen. Also das sieht auf jeden Fall gut aus, würde ich sagen. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Das kann man so stehen lassen an der Stelle. Und es kommt Kanon, die musikalische Diva. Was macht die? Die switcht sich in den Verteidigungsmodus und beschwört Sonata von der Hand. Jetzt kann sie theoretisch... Ja, gut, wir sind ja nicht mehr in Zaxxel. Es gibt ja... Also... Ja, theoretisch existieren Xyz-Monster, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was jeder hier im Extra-Deck hat. Einfach spielst du, du kannst einen Edelsteinritter von der Hand und Friedhof legen, um eines deiner verbannten Monster zu wählen, füge das gewählte Ziel deiner Hand zu, aber nur, wenn wir ihn als Zwillingsbeschwörung beschwören. Warte mal, falls... Nein. Nein, die haben alle keine Schutzeffekte. Ich würde sagen, wir aktivieren den Effekt von Edelsteinritter Prismaura. Wir werfen unseren Zwillingsbruder ab und zerstören die musikalische Diva. Die ist nämlich so stark, dass wir da tatsächlich gerade nicht rüberkommen. Und dann beschwören wir unseren Edelsteinritter Turmalin mit der bewundernswerten Lebensweise. Und wir greifen an mit Edelsteinritter Topaz. 1200 Schaden. Auf Elementarheld Flammflügelmann Basis. Und dann rennen wir nochmal direkt rein. Und sie hat kein Kuribu auf der Hand. Und damit wäre dieses Duell entschieden, meine Freunde. Okay, ich muss sagen, also unser Deck war mehr als überlegen.
Man hätte bestimmt auch noch mehr machen können. Aber gut. Kling, Klang, Gong. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ich glaube, der Typ, den wir spielen, heißt so. Aber ja, genau. Gong Strong. Die ganz kreativen Namen an der Stelle. Kid Blade. Okay. Ich glaube, der spielt super starker Samurai-Monster, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht unbedingt gerade mein Lieblingsthemendeck. Weil, das sind jetzt erstmal 1000 Sachen, die ich lesen muss. Oh, XX-Säbel-Kobold-Ritter. Damit kann er noch ein X-Säbel-Monster der Stufe 4 oder niedriger von der Hand beschwören. Und das ist Erbelum, der Handkarten abwerfen kann, wenn er direkten, wenn er durch einen direkten Angriff Kampfschaden zufügt. Okay, kann ich nicht X-Säbel spielen? Damit kenne ich mich besser aus, okay? X-Säbel, Bro. Junge, ich muss hier, ich habe keine Ahnung. Wenn diese Karte beschworen wird, du kannst ihre Kampfposition ändern. Danke dafür. Du kannst ein super starker Samurai-Monster wählen, das du kontrollierst, rüstet das Gewinn mit diesem Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite aus. Falls ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge dem Gegner durch starken Kampfschaden zu. Falls diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deine Hand einen super starker. Oha, der ist ja eigentlich sogar ganz gut. Den haben wir sogar zweimal. Falls dein Gegner ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschwört, du kannst so viele super. Nein. Falls du keine Zauber oder Fallen in deinem Friedhof hast, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Das ist doch schon mal was. Nachdem diese Karte auf diese halt als Spezialbeschwörung beschworen wird, kannst du mit dem Rest des Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer super starker Samurai-Monster. Gut, wir haben ja nur die. Kann als zwei Tribute für die ja, wir haben keine Tributmonster. Du kannst ein super starker Samurai-Monster wählen, das du kontrollierst, rüstet das Gewehr jetzt mit diesem Monster von deiner Hand aus. Es verliert 1000 Death zusätzlich, kann es nicht im Kampf zerstört werden. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst alle super starker Samurai-Seelen-Panzerbrecher von deinem Friedhof verbannen und dann ein super starker Samurai-Monster auf dem Spiel wählen, dessen derzeitige Death niedriger sind als deine Grund-Death. Füge dem Gegner Schaden in Höhe der Differenz zwischen seinen derzeitigen und seinen Grund-Death zu. Okay, ich habe jetzt alle diese Karten gelesen und nichts davon bringt mir gerade irgendwas. So viel dazu. Okay, was ist das eigentlich? Okay, ja, ich würde fast sagen, ja, keine Ahnung, also der hat 1,9, der rennt über uns drüber. Wir haben 2 mit 2000 Dev. Okay, ja, Normal Summon. Effekt, geht in Dev. Endphase. So viel Text für gar nichts. Können wir nicht X-Säbel spielen, bitte? Fullhelm-Ritter. Übrigens eine echt coole Karte. Gibt es, glaube ich, auch in Ulti. Das wollte ich gerade noch bei Breakthrough-Skill erwähnen. Ist tatsächlich auch eine sehr schöne Ultimate-Rare. War tatsächlich damals eine sehr gute Karte, heutzutage nicht mehr so. Am Beginn des Damage Steps, falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft, zerstöre das Monster. Ja, natürlich. Ist ja nicht so, dass das Einzige, was ich habe, Protection-Effekte sind, die vor Kampfzerstörung bewahren. Aber er kann sie auch einfach durch Effekt zerstören und dann ist er auch gut. Super starker Samurai-Seelenpanzerbrecher. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Komm, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir beschwören mal hier unseren... den. Der hat 0 Angriffspunkte, aber was soll's, okay? Wir beschwören den. Die anderen brauchen wir vielleicht noch. Ich rüste meinen Seelenbrecher an dem Ding da aus und dann... Ich kann das sogar zweimal machen. Dann haben wir noch einen Seelenbrecher. Let's go. Und dann beenden wir unseren Zug. Und wenn er jetzt der Meinung ist, die beiden, beziehungsweise das Monster zerstören zu wollen, wodurch dann die beiden Ausgerüsteten ebenfalls zerstört werden, dann können wir uns zwei super starke Samurai-Monster suchen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Yes! Aktivieren. Yes, nochmal aktivieren. Perfekt, okay. Die Kombos auf jeden Fall hier schon mit am Start. Das ist der, den man specialen kann. Haben wir nicht irgendwas Tributmäßiges? Guck mal, der sieht doch krass aus. Großer Ben K. 3500 Def. Wenn diese Karte als normale Spezialbeschwörung, du kannst ihre Kampfposition ändern. Super starke Samurai-Monster, die du kontrollierst, können angreifen, solange sie sich in offener Verteidigungsposition befinden. Falls sie dies tun, verwende ihre Def für die Schadensberechnung. Das ist doch mal was. Der hat 3,5 Def, das ist saftig. Dann würde ich sagen, ja, suchen wir uns den Bruder einfach direkt auf die Hand. Und wir können dann noch was suchen. Aber die Frage ist jetzt was. Du kannst ein super starker Samurai-Monster rüstet das Gewehr jetzt mit diesem Hand von deiner Hand aus. Seine Stufe wird zu 5. Du kannst diese Karte abwerfen und dann ein super starker Samurai-Monster. Ja.
Seelenschildmauer. Du kannst ein super starkes Samurai Monster, wenn das du kontrollierst, rüstet das Gebiet mit diesem Monster von deiner Hand oder deiner Spielfeldseite aus. Okay, das kann so gut wie jeder hier. Zählt 1200 Death, wenn das durch diesen Effekt mit dieser Karte des Angriffs zählt. Du kannst diese Ausrüstung gerade. Okay, der hört sich eigentlich sogar ganz okay an. Du kannst, okay, ausrüsten. Es erhält 1000 Death während der Battlephase eines beliebigen Spielers, wenn dein Gegner einen Karteneffekt hat, solange du kannst diese Karte machen. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir nehmen den Schild hier. Weil, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keinen Bock, noch 27 Millionen Karteneffekte zu lesen. Damit sollten wir über den X-Säbel Sausa drüber kommen. Emmas Klinge. Wenn der durch Kampf zerstört wird, kann er ein X-Säbel-Monster der Stufe 4 und niedriger Spezialbeschwörung von seinem Deck beschwören. Ich dachte früher immer, komm schon. Emmas Klinge, der ist doch tausendmal besser als Finsterseele, oder? Denn wenn der beschworen wird, kannst du den Monster suchen. Aber Emmas Klinge beschwört es vom Deck. Aber ja, dafür muss er erstmal durch Kampf zerstört werden. Bei Finsterseele, der kann sich einfach so beschwören und dir direkt was suchen. Ich würde sagen, wir beschwören unseren super starken Samurai, großer Wakanji, Waraji. Und der liegt dann da. Dann beschwören wir nochmal unseren großen Akanji. Und der liegt dann da. Und dann können wir tatsächlich, nein, doch, ja, im Angriffsmodus den als zwei Tribute anbieten. Für den großen Benkei. Und dann können wir den auch in Death switchen. Also ich denke, das ist so unser Bossmonster mit 3-5 und kann mit 3-5 aus dem Verteidigungsmodus angreifen, okay? Dann würde ich sagen, es verliert 1000 Death. Nee, ich will ja nicht 1000 Death verlieren. Das ist ja Quatsch, das ist ja Schwachsinn. Dann rüsten wir unsere Seelenschildmauer noch an dem großen Benkei aus. Dann hat der 4700. Und dann gehen wir in die Battlephase. Und jetzt können wir angreifen. X-Säbel Sauser. 2-2 Schaden. Nein! Wenn du kämpfst. Was passiert hier? Hallo? Junge? Hä? Was? Was ist jetzt los? Moment mal. Okay. Der wird zerstört. Gut, ich will aber wissen, was hier passiert ist. Also, wir haben den Kampfschaden bekommen und er nicht. Wenn du Kampf- oder Effektschaden hältst, solange du dein X-Säbel-Monster kontrollierst, du hältst LP, okay, du fällst für den Gegner dieselbe Menge Schaden zu. Gut, wir haben den Schaden also quasi bekommen. Dann kannst du deiner Hand eine Säbel-Zauber- oder Feinkarte oder Gottoms-Karte von deinem Deck hinzufügen. Das bedeutet, er hat die sich jetzt nochmal gesucht. Oh, das wird gefährlich. Wir müssen die erstmal loswerden. Dann greifen wir Emmas Klinge an. Nein, nein, nein. Oh, Junge, ich dachte schon, das Spiel bleibt hängen. Ich dachte schon. Finsterseele. In der Endphase kann er sich was suchen. Nee, warte mal. Wenn er während dieses Spielzugs von deiner Spielzeit auf den Friedhof gelegt wurde. Genau. Normalerweise benutzt du den halt sofort als Synchromaterial. Deshalb. Hätte ich doch ein bisschen anders in Erinnerung. Genau. Normalerweise benutzt du ihn als Synchromaterial und in der Endphase kannst du suchen. Aber der liegt ja jetzt noch auf dem Feld. Deswegen ist das ganz okay. XX-Säbel Emmas Klinge. Battlephase? Warum greift er den jetzt? Nein, warte mal. Nein, warte mal. Das ist ein... Nein, das ist ein Quick Play Spell. Den kann er von der Hand aktivieren. Warte mal. Seelenschildmauer. Es erhält 1000... Du kannst diese Ausrüstungskarte auf den Friedhof legen. Annulliere den Angriff, aber die Death des ausgerüsteten Monsters werden. Ja, perfekt. Das müssen wir machen. Sonst burnt er uns jetzt hier tot mit seiner Quick Play Spell. Aber jetzt ist unser großer Benkei weg. Das tut weh. Das tut definitiv weh. Da liegt ja definitiv seine Säbelreflexion. Wir müssen irgendwie um die herumspielen. Das ist aber jetzt alles gar nicht so einfach. Es verliert 1000 Death zusätzlich. Ich kann es nicht durch Kampf zerstört werden. Falls ich diese Karte in einem Friedhof finde, du kannst alle... und dann einen Superschall. Oh, dem Spiel verwendet ist ein derzeitige Death-Mine-Resonanz. Seine Grundtef über dem Gegner Schaden in Höhe der... Boah. Okay, ich versuche jetzt mal was. Wir rüsten unseren Bruder hier mit dem Seelenbrecherpanzer aus. Und dann können wir den Effekt von dem Seelenbrecherpanzer im Friedhof benutzen, weil seine Grunddef nicht mehr die gleichen sind. Weil seine Def verändert wurden. Dann können wir den auswählen und können ihm 1000 Schaden zufügen. Wird er jetzt... Ja, genau, perfekt, okay. Genau das wollte ich. Jetzt aktiviert er die nämlich. Und damit haben wir die schon mal neutralisiert. Das bedeutet, wir können ihm auf jeden Fall jetzt mehr Schaden machen, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Falls du keine Zauber fallen kannst in deinem Friedhof, was kannst du... Nee, das ist... Schwieriges Thema, um ehrlich zu sein. Den setten wir. Was sollen wir machen? Wir beenden unseren Zug. Also wir brauchen eigentlich nochmal so einen großen Benkei.
Ich muss echt sagen, ich habe gar keinen Plan von den Kackdingern. Ich fand die schon immer. Ich habe noch nie damit gespielt. Es juckt mich nicht, das Deckthema, aber gut. Wir müssen irgendwie damit zurechtkommen. Er beschwört jetzt auf jeden Fall Gotthoms. Damit kann er ein X-Säbel-Monster als Tribut anbieten, um eine Karte von unserer Hand abzuwerfen. Funkelndes Schwert. Falls es ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, kannst du eine Karte zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Selbstverständlich kannst du das. Damit ist unser Feld komplett leer. Es gibt übrigens einen Gotthoms Handloop, beziehungsweise gab es den auf jeden Fall früher. Er hat sich hier Faultroll gesucht, den er specialen kann, wenn er zwei oder mehr X-Säbel-Monster kontrolliert. Es gab auf jeden Fall einen Handloop mit der Karte, du beschwörst ihn dreimal in einem Zug und dann opferst du ihn immer selbst, um eine zufällige Karte von der Hand des Gegners abzuwerfen. Ähnlich wie Trishula eigentlich. Also, ja. Du kannst einen super starker Samurai-Monster wählen, das du kontrollierst, wirst du das gewesen mit dieser Karte. Es kann während der Phase einen zweiten Angriff durchführen, solange diese Karte durch den Effekt dieser Karte. Du kannst. Na. Ja! Es sieht echt kritisch aus. Ja! Also, ich merke schon, ohne diesen Benkei funktioniert gar nichts. Das gesamte Deck funktioniert nicht ohne den. X-Säbel Erbelung, Junge, er wird sowas von unserer letzten Handkarte noch abwerfen. Können wir. Junge, X-Säbel ist tausendmal cooler. Können wir das nicht spielen? Bitte. Bitte. Das kann er auch noch den, Junge. Oder. Es kommt jetzt. Sausa. Sosa. Susa. Wie auch immer. Hauptsache nicht Urbelum. Junge, das schlechteste X-Säbel-Monster überhaupt gefühlt. Und der ist so in jedem 5D-Starter-Deck drin gewesen. Gut, das Duell hätten wir verloren, aber wir lassen es nicht auf uns sitzen, okay? Wie kann es eigentlich sein, dass der scheinbar im Anime mit seinen super starken Samurai-Monstern gegen ein X-Säbel-Deck gewonnen hat? Hilfe! X-Säbel ist doch einfach aber 27 Millionen Mal cooler. Und stärker. Kann mir erzählen, was man will, okay? Gut. Wir haben immer noch nicht unseren Benkei. Waage, falls dein Gegner zwei Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst. Die kriegen 400 ATK pro Stufe und verlieren 400 Death. Okay. Das ist quasi Bürde des Mächtigen umgekehrt, okay. Falls dein Gegner zwei oder mehr Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst, kannst du den Special, falls diese keine normale oder Spezialbeschwörung wird, du kannst ein super starkes Monster spielen, wenn du früher willst. Okay. Das ist wieder der sich specialt. Das ist der 1200 Death gibt und Angriff annullieren kann. Du kannst einen wählen, dass du kontrollierst, seine Stufe wird zu 5. Wen juckt das? Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst diese Karte abwerfen und dann ein super starkes Samurai mal seine Runde. Junge, was ist das hier eigentlich? Dann beschwören wir unseren blauen Streiter. Der geht in Death. Und dann, rüsten wir den mit der Seelenschildmauer aus. Und der 3-2. Komm da mal drüber. Ich merke schon, worauf das hinausläuft. Hilfe. Wir haben aber auch nichts im Extra-Deck. Es gibt ja offensichtlich keine Plays, außer den Dicken zu beschwören und damit anzugreifen. Wie gewinnt dieses Deck denn sonst? Koboldritter, Hilfe. Okay. Ragigura, damit kann er einen vom Friedhof der Hand hinzufügen, aber er hat ja keins. Geht in die Battle-Phase? Nein, er geht in die Endphase. Ja, was soll er auch angreifen? Riesenratte. Gut, das ist interessant. Das ist interessant. Ich würde sagen, damit gehen wir mal ein bisschen in die Offensive. Offensichtlich gilt das aber. Warte mal. Ja, doch. Doch, das gilt für alle, ja. Der hat eigentlich 1000, der hat 900, okay, ich wollte schon sagen. Dann greifen wir mit Riesenratte sein Ragigura an, den können wir ja wenigstens zerstören. Und sollte er im nächsten Zug auf die Idee kommen, unsere Riesenratte zu zerstören, dann können wir damit hoffentlich den einen vom Deck beschwören, der uns was suchen kann, wenn der auf den Friedhof gelegt wird. Es ist wirklich katastrophal, wie wir hier versuchen müssen, irgendwie unseren dicken Boss zu suchen. Emmas Klinge. Und er greift Riesenratte an. Selbstverständlich tut er das. Das ist ja auch vollkommen okay. Das ist ja auch der Plan. Ja, ich möchte jetzt nicht noch tausendmal gefragt werden, ob ich diesen Effekt aktivieren möchte, aber ich will auch nicht den B-Knopf gedrückt halten, weil sonst verpassen wir den Riesenratten-Effekt. Das ist. Nee. Doch.
Das ist der, der was sucht. Warte mal, wir können den auch direkt vom Deck beschwören. Oh, krass, okay. Wir müssen den gar nicht erst mit dem einen Ding suchen. Wir können den, der hat ja 1000. Stimmt, natürlich können wir ihn sofort beschwören. Und der switcht sich sofort in Death. Das ist ja perfekt. Okay. Riesenratte ist also quasi unser Starter. Ich verstehe. Übrigens, es gibt natürlich auch die Option, die Riesenratte zu zerstören und noch eine Riesenratte zu beschwören. Die wird dann auch zerstört und dann nochmal. Das habe ich früher als Kind immer gemacht. So ein etwas unerfahrenerer Move, sage ich mal, weil die Riesenratte ist ja an sich auch ein guter Top-Deck. Und das willst du, also du willst ja auf jeden Fall das eigentlich lieber behalten, weil die kann ja später nochmal gut kommen, als jetzt einfach nur ein bisschen Schaden abzuwehren, indem du jedes Mal wieder eine Riesenratte beschwörst. Gut, wir haben jetzt zwei große Monster mit 3,5 und 3,2 und er hat jetzt auch nichts, was irgendwas aufhalten könnte. Nebenbei bemerkt, er kann nur, wenn der durch Kampf zerstört wird, ein X-Level-Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Wir können unseren großen Akanji auf jeden Fall im Verteidigungsmodus beschwören mit 1800. Und, warte mal. Nein. Nein. Okay. Dann können wir... Wie machen wir das jetzt? Du kannst... Ich glaube, wir machen es so. Wir aktivieren den Effekt von dem Seelenfeuer-Dings da. Genau. Und wir reduzieren die Angriffs... Nee, also Verteidigungspunkte, aber sind ja irgendwo unsere Angriffspunkte, weil wir greifen ja damit an. Die Punkte von großer Benkei. Um 800. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, zählst du dem K, bist du denn von allen guten Samurai verlassen? Warum machst du denn das? Wir beschwören jetzt unsere Samurai-Waage und benutzen den Effekt und holen uns den Seelenfresser-Anzug vom Friedhof zurück. Dann liegt er da auch nochmal mit 800. Also im Endeffekt haben wir jetzt 800 Punkte eingebüßt bei dem, aber wir haben zweimal 800 Punkte, mit denen wir angreifen können. Du kannst... Von der Hand- oder Spielfeldseite, gut, ja, wir können theoretisch auch damit an einen von denen ausrüsten, aber das ist ja vollkommen egal. Du kannst ein super starker Samurai-Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Falls diese Karte vom Spielfeld am Friedhof gelegt wird, du kannst dann ein super starkes Samurai-Monster von deinem. Gut, dann rüsten wir das an. Gut, der ist jetzt gerade unser stärkstes Monster. Rüsten wir das an ihm aus. Hätte ich das gewusst, hätte ich dann doch lieber seine Punkte reduziert und nicht die von dem. Dann hätte das ein bisschen mehr. Ist auch egal jetzt. Wir greifen mit unserem blauen Streiter X-Säbel Urus an. Und das sind 2600 Punkte durchschlagender Kampfschaden. Dann greifen wir Koboldritter an. Das sind nochmal 400 Punkte Schaden. Und über den kommen wir gar nicht drüber. Deshalb, dann beenden wir unseren Zug. Doch. Nee. Doch. Stimmt. Warte mal. Der hat doch 1,8. Ach, Junge, ich bin verwirrt. Keine Ahnung, okay? Das sind zu viele Effekte auf einmal. Ich hätte das Deck noch nie gespielt. Ja, wir hätten eigentlich mit dem über Emmas Klinge drüber rennen können. Dann hätte er noch was vom Deck beschworen. Darüber wären wir dann nicht drüber gekommen. Ach man, was soll's. Egal, wir kriegen das hin. Okay, die Main-Phase ist gleich zu Ende. Er greift an. Und zwar den. Wir können jetzt den abwerfen. Der verliert 800 Death, kann aber nicht durch Kampf oder Karteneffekte zerstört werden. Machen wir das so. Wieso kann ich ihn nicht wählen? Ah, ich muss eine Verteidigungsposition wählen. Ich raste aus. Ist er gut, Mann? Ah! Okay. Okay. Er opfert den, um ein Monster verdeckt zu spielen. Und eine Karte. Das ist noch schlimmer. Das macht mir mehr Angst. Aber jetzt sind wir am Zug und wir ziehen unseren Samurai Kabuto. Dann beschwören wir den.
Und dann, komm, jetzt ballern wir aber voll rein, okay? Also wir greifen, ich würde sagen, 1,8 muss reichen. 1,6, gut. Also das, ja, ich wusste nämlich von gerade noch, dass Elden im Deck hat. Und ich habe natürlich gewusst, dass der 1600 hat. Nein, Spaß beiseite. Ich dachte, der hat 1700, aber 1600. So oder so reicht's, okay? Wir greifen an mit blauer Streiter. 3200, das geht durch. Und mit großer Ben K, der Angriff aus dem Verteidigungsmodus auf Rampant Blaster Basis, okay? Freunde. Ich finde es lustig, wie die ganzen Decks hier einfach die Effekte von den Elementarhelden kopieren. Erst Flammenflügelmann und dann Rampant Blaster, okay? Ja gut, ich würde sagen, für heute war das auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Das Legacy of the Duelist Comeback an der Stelle. Ja, wir haben zwar einmal verloren, aber so ist das Leben. Und wir haben ja danach sofort den Fehler wieder gut gemacht. In dem Sinne, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, aktiviert jetzt gerne eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.